Einen herzlichen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße euch sehr herzlich zum zweiten Tag der Böckler-Konferenz. Und ich hoffe, dass es gestern Abend in der Halbzeitpause nicht zu viele Auswechslungen gab, sodass wir mit voller Mannschaftsstärke in die zweite Halbzeit heute gehen können. Gestern gab es einen sehr wichtigen Satz, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Dieser Satz lautet: Mitbestimmung hilft den Menschen und Mitbestimmung hilft auch der Wirtschaft. Dieser Satz stammt nicht von Rainer Hoffmann oder von Norbert Kluge, auch wenn beide Kollegen ihn sicherlich unterschreiben könnten. Dieser Satz stammt in der Tat von Günther Oettinger, dem EU-Kommissar, und damit einem Vertreter derjenigen Organisation, die wie keine andere über die Zukunft der Mitbestimmung zu entscheiden hat. Wir sprachen gestern Nachmittag darüber. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ihr wisst, werden in diesem Jahr in Brüssel die Weichen für die Zukunft der Unternehmensmitbestimmung gestellt, wenn es um das Company Law Package geht, was in Rat und Parlament beraten wird. Wir haben gestern für die Mitbestimmung getrommelt. Einige haben auch heute die Drumsticks dabei, aber keine Sorge, mir fehlt da das Talent, ich werde da keine Probe verlangen. Wir haben getrommelt, laut und stark, und auch in den vergangenen Monaten haben DGB und Mitgliedsgewerkschaften für die Mitbestimmung getrommelt im Rahmen unserer Offensive Mitbestimmung. Und offenbar haben wir so laut getrommelt, dass der deutsche EU-Kommissar uns gehört hat. Aber wir müssen noch lauter trommeln. Wir müssen hier in Berlin so laut trommeln, dass uns alle in Brüssel hören. Wir müssen den Schutz und die Weiterentwicklung der Mitbestimmung jetzt auf die politische Agenda setzen. Als europäisches und vor allem als demokratisches Gegenmodell zu einem ungezügelten Kapitalismus à la Trump und als Gegenmodell zur autoritären Staatswirtschaft in China. Hans-Böckler-Stiftung und DGB haben diese Konferenz ganz bewusst unter das Motto Mitbestimmung für gute Unternehmensführung in Europa gestellt. Denn wir wollen ein Zeichen setzen für den Wert der Mitbestimmung für Europa. Damit haben wir gestern begonnen. Heute knüpfen wir nahtlos daran an. Mit einem Vortrag von Harald Schumann. Herzlich willkommen, Herr Schumann, mit dem Titel Prekäre Arbeit, Sprengstoff für Demokratie und Sozialstaat in Europa. Die von Ihnen gewählte Überschrift, lieber Herr Schumann, spricht uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus dem Herzen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Anschließend diskutieren hier im Raum Elke Eller, Arbeitsdirektorin der TUI AG, und Aline Hoffmann vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut darüber, wie wir unsere europäischen Nachbarn für die Mitbestimmung begeistern können. Der ursprünglich als Moderator vorgesehene Kollege Norbert Kluge kann wegen einer Aufsichtsratsverpflichtung leider nicht selber teilnehmen. Norbert wird jedoch kompetent vertreten durch den Kollegen Michael Stolt, der viele Jahre Brüsseler Erfahrung in die Diskussion einbringen wird. Gestattet mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf unsere letzte Böckler-Konferenz vor genau einem Jahr und auf die Herausforderungen, vor denen wir damals standen. Jetzt werden einige sicherlich an den Ausflug an die Berliner Seenplatte im Tiergarten denken und an die Rückfahrt mit dem Amphibienbus. Das meine ich aber nicht. Ich meine nicht das Sommerfest, in dem wir dieses Jahr sehr viel mehr Glück hatten und für dessen herausragende Organisation ich den Kolleginnen und Kollegen der Hans-Böckler-Stiftung ganz herzlich danken möchte. Das war ein wirklich schöner Abend. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich meine vielmehr das erst Mitte Juli vergangenen Jahres verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Erzberger-TUI, das viele von uns, auch ich, damals vor einem Jahr nervös erwartet haben. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gut ausgegangen in jeglicher Hinsicht. Der EuGH hat festgestellt, dass das Mitbestimmungsgesetz ganz klar europarechtskonform ist. Viele der hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen haben sich überaus engagiert in die öffentliche und rechtswissenschaftliche Debatte eingebracht und unseren Argumenten damit Gehör verschafft. Dass auch die TUI AG im Schulterschluss mit Verdi eine Position pro Mitbestimmung vertreten hat, war aus meiner Sicht ebenfalls sehr wichtig. Und daher möchte ich, liebe Elke, ich habe uns heute Morgen noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass sie da ist, möchte ich Elke Eller ganz herzlich danken, stellvertretend für den ganzen Vorstand, weil TUI hat nicht nur gegenüber der Presse sich pro Mitbestimmung geäußert, sondern auch in Luxemburg bei der mündlichen Verhandlung beim Europäischen Gerichtshof. Ich war selber dabei, ein Plädoyer gehalten und
Der Vortrag des Rechtsanwalts von TUI war sicherlich einer der besten und ist mir da in bleibender Erinnerung geblieben. Daher also vielen Dank für die Unterstützung. Damit möchte ich mit dem Programm des heutigen Tages fortfahren. Nach dem Gespräch mit Elke, Aline und Michael habt ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gelegenheit zum branchenübergreifenden Austausch über ausgewählte Fragen der Aufsichtsratspraxis. Und ich denke, dass man sagen kann, dass die Themenstände wie immer ein Herzstück der Konferenz sind. Und wenn jetzt alles klappt, wird jetzt auch genau eingeblendet, vielen Dank dafür, in welchen Räumen ihr welche Themenstände besuchen könnt. Enden wird diese Konferenz dann gegen 12:15 oder 11:45, wie die Berliner sagen, mit einer Rede meines Kollegen Thomas Fischer zum Thema Europa sozial egal. Und wer uns bis dahin treu geblieben ist, bekommt im Anschluss auch noch etwas zu essen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir bleibt zum Schluss noch eins, nämlich euch viel Spaß, gute Diskussionen, neue Impulse für diesen zweiten Konferenztag zu wünschen und euch herzlich zu bitten, bitte trommelt weiter für die Mitbestimmung. Die kommenden Europawahlen bieten dafür die richtige Akustik. Danke.